Vor 10 Jahren habe ich die Firma gegründet und ich wusste, es muss ein ganz spezieller Name sein und es musste griechisch sein. Wieso musste es ein griechischer Name sein? Weil ich Griechin bin. Und dann habe ich nicht mehr aufgeschrieben, das hat alles so nach Restaurant tönt. Dann habe ich das Buch rausgenommen, griechische Mythologie. Und eine Story hat es mir angetan. Es ist die Geschichte von Perdix. Und der Perdix war der Schüler von Daedalus. Der Daedalus, bekannt, Daedalus Icarus, Icarus und so, hat viel, viel erfunden. Und der Daedalus war ein bisschen versüchtig auf seinen Schüler. Denn der Perdix ist auch Erfinder des Zirkels. Konkurrenz, loswerden. Und dann hat er sich einen Plan geschmiedet. Der Daedalus hat den Perdix mitgenommen. Auf dem Berg zu Athen wollte dem Perdix die Aussicht angeblich zeigen. Aber der hat ihn runtergeschöpft. Doch, die Götter, die hatten andere Pläne. Die Athene hatte ein grosses Herz für begabte Menschen. Sie hat das nicht zulassen. Und hat ihn, bevor er aufgeprallt ist, in einen Rebhuhn verwandelt. Sie ist davon geflogen. Die Geschichte hat mich bewegt, weil sie genau mein Leben gezeigt hat und meinen Werdegang. Und darum heissen wir Perdix.